Servus, grüß euch, ich bin's, der Dominik Süß und wir kochen heute wieder was Gutes miteinander. Und zwar habe ich mitgebracht heute von früher eine Restelverwertung und zwar Tiroler Kressel. Tiroler Kressel ist nicht schwierig, aber dafür umso besser. Was brauchen wir dazu? Ich habe ein paar Erdäpfel schon mitgebracht, die haben wir von gestern überblieben. Dann Fleisch habe ich da, da ist man eigentlich ganz flexibel. Man kann gerne Speck anbraten, also Speck fein schneiden, dann knusprig braten. Genauso kann man nehmen, ein Gesöcht, wenn man hat, oder kochtes Rindfleisch, oder wenn einem von einem Brat was überbleibt. Also da ist fast alles erlaubt. Das schmeißen wir sich gleich wieder rein. Das braten wir sich gleich mal ein bisschen an, dass wir ein paar Röstaromen kriegen. Weiter geht's mit Zwiebeln. Ihr könnt euch gerne Würfel schneiden, oder wir machen uns einfach so Zwiebelringel. Wisst ihr eigentlich, wie man richtig die Finger halt beim Zwiebel schneiden? Also einmal den Zwiebel halbieren. Und zwar so, dass man da am Strunk halbiert, dass er zusammenhaltet. Und dann die Finger so drüber kloppen, dass man sie nicht schneiden kann. Und dann muss man gar nicht hinschauen beim Zwiebel schneiden, sondern kann man gescheit herrennen und nebenbei Zwiebel schneiden. Zwiebel kommt mit dazu jetzt. Ups, Knoblauch habe ich noch vergessen. Wir können entweder frischen Knoblauch nehmen oder ich habe mal Knoblauchöl gemacht. Das kann man dann verwenden. Zum Anbraten genauso. Frühlingszwiebel braucht man, ist keine Pflicht fürs Kressel, aber auch da schöne Farbe, guter Geschmack. Schmeißen wir sie einfach nur dazu. Während das dahin brät, starten wir auch da schon langsam los und geben uns ein Stück Butter rein. Da machen wir uns zwei Spiegeleier drauf, würde ich sagen. Da schmeißen wir uns jetzt drauf unsere Kartoffelplatterl. Einfach kochte Erdäpfel und dann würzen wir ein bisschen. Wir nehmen Salz, frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Kümmel. Ich habe da so einen geschrotteten Kümmel. Den mache ich ganz gern, weil der ist nicht ganz so groß wie der ganze. Hat aber doch noch ein bisschen Struktur drinnen. Und das finde ich perfekt für sowas wie beim Tiroler Kressel. Wenn man mag, kann man jetzt auch noch Muskatnuss dazu dann und Thymian. Zack, zack, zack. Majoran ist natürlich auch immer ein Traum bei Kartoffelgerichte. Bei dem Duft ein Traum. Jetzt habe ich da noch ein paar Kräuter. In dem Fall ist es Schnittlauch. Und zum Petersilie haben wir zum Beispiel Petersilie, wo es für euch passt. Kressel ist fast zu weit. Und darum machen wir jetzt unser Spiegelei. Besser gesagt, zwei Eier, weil es soll ja spiegeln. So, da einer mit euch. Wunderbar. Da haben wir ein bisschen Salz drauf. Super schaut das aus und riecht schon super. Dann drehen wir da zurück und fangen zum Anrichten an. Schaut her, meine Lieben. Jetzt tun wir uns da so einen Löffel raus. Mei, ist das gut. So, da haben wir noch ein bisschen Liebe da oben. Bei Jungzwiebeln haben wir noch aufgehoben. Und so schnell geht's wieder. Frisch gekocht für euch. Ein Rezept von mir. Lasst es euch schmecken, kocht es noch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne auf Social Media. Ciao und bis bald. Eure Dominik Süß. Würzig, schmackig. Einfach perfekt. Viel Spaß damit und bis bald. Ciao, ciao.